Der BMW 330e ist ein Hybridfahrzeug der vierten Generation. Sein Fokus liegt ganz klar auf Sportlichkeit, auf Effizienz und auf Komfort. Der neue 330e vereint alle Features der neuen BMW 3er Limousine mit den Vorteilen der intelligenten eDrive-Technologie. Durch diese maximale Spreizbarkeit zwischen Sportlichkeit auf der einen Seite und einem sehr guten Verbrauch auf der anderen Seite erreichen wir ein sehr, sehr effizientes und besonderes Fahrzeug. Der neue 330e heißt nicht mehr iPerformance, weil für BMW wird Elektrifizierung immer mehr ein New Normal. Wir haben unsere BMW i-Marke, die Technologien quasi wie ein Inkubator neu ins Leben ruft und dann in die Breite, in die Kernmarke überführt. Beim Hybriden sind wir mittlerweile so weit, dass es in die Breite ausgerollt, in die Kernmarke überführt ist. Und damit werden unsere Fahrzeuge ab Sommer 2019 nicht mehr iPerformance tragen. Sein Fokus liegt ganz klar auf Sportlichkeit, auf Effizienz und auf Dynamik. Unser neues Feature Extra Boost versetzt das Fahrzeug in die sportlichste Ausprägung, die überhaupt möglich ist für dieses Fahrzeug. Aber auch trotz der Sportlichkeit hat der 330e sehr gute Verbrauchswerte. Das neuartige Feature Extra Boost ist ein ganz wesentlicher Beitrag bezüglich Sportlichkeit. Extra Boost ist eine absolute Neuheit bei unserem neuen BMW 330e. Extra Boost versetzt ihn in die sportlichste und dynamischste Ausprägung. Extra Boost ist aber nicht nur Boost im Sinne von einer Leistungssteigerung. Extra Boost ist mehr, ist ein echtes Fahrerlebnis. Und aus diesem Grund haben wir die Funktion auch auf einen Fahrerlebnisschalter gelegt, nämlich durch Betätigen der Sporttaste. Extra Boost besteht aus einer sehr präzisen und sehr sportlichen Gaspedal-Kennlinie und beinhaltet auch ein sehr sportliches Schaltprogramm mit Bremsrückschaltungen. Aber das absolute Highlight sind die kW, 30 kW mehr, die wir dem Fahrzeug mitgeben, sodass wir ihn von 185 kW kurzfristig auf 215 kW anheben können und das bis zum untersten Ladezustand der Batterie. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass der Kunde über den Gangwahlschalter in Stellung Gasse S oder über Kickdown die Leistungserhöhung, Leistungssteigerung zusätzlich abruft. Das ist vor allen Dingen für Überholvorgänge sehr, sehr wichtig, wenn der Kunde statt 185 kW 215 kW zur Verfügung hat. Unser 330e ist ein sehr alltagstaugliches Fahrzeug mit einer Reichweite von bis zu 60 km und 140 km/h elektrisch, also auch emissionsfrei. Hat das Fahrzeug einen sehr hohen Alltagswert. Das heißt, Kunden, die gern innerstädtisch zur Arbeit pendeln, können kurze Strecken rein elektrisch fahren und sind aber dann auch froh, wenn sie für längere Strecken nicht auf die Ladeinfrastruktur angewiesen sind. Wir greifen mit unserem Fahrzeug auch auf das komplette BMW e-Know-how zurück. Das heißt, technisch nutzen wir unser E-Motor, unsere Leistungselektronik, die Hochvoltspeicher und zum Beispiel auch die BMW e-Wallboxen. Ja, das Hybridfahrzeug oder die Hybridtechnologie wird auch weiterhin einen wesentlichen Beitrag in Richtung unserer elektrifizierten Zukunft haben. Die Elektrifizierung, die Vollelektrifizierung entwickelt sich von Markt zu Markt sehr unterschiedlich und Kunden schätzen es sehr, wenn sie neben dem Elektromotor auch noch einen Verbrennungsmotor an Bord haben. Ja, Freunde, das war der neue BMW 330e. Doch jetzt seid ihr dran. Was sagt ihr zum neuen Hybrid-3er? Könnten euch Dinge wie Extra Boost und 60 km rein elektrisches Fahren davon überzeugen, den 330e zu kaufen? Schreibt eure Meinung doch gerne in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Ansonsten bedanken wir uns fürs freundliche Zusehen und würden uns über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. Vergesst auch nicht, unseren Shop und unsere Social Media Kanäle zu besuchen. Also Freunde, bis zum nächsten Mal, eure Bavmo Crew. Von 1978 bis 1983 war der Gruppe 4 M1 der schnellste deutsche Serienwagen aller Zeiten. In nur 4,5 Sekunden. Weiter geht's mit dem BMW Z13. Zugegeben, der ungewöhnlichste BMW in dieser Liste. 1994 entwickelte die BMW Technik GmbH den Z13 als